Ja, herzlich willkommen heute zum Buchstaben R wie Rheumatologie. Wir sind heute im Haus 27, da wo ja auch der Rest der Neurologie sich befindet. Wir sind ja im Abakuszentrum draußen und hier sind ja viele Internisten auch tätig, genau. Und eben halt auch die Rheumatologen, ne? Weil ja die Internisten haben sich ja getrennt, sind ja nicht mehr so ein großes Fach geblieben wie die Neurologen. Wir haben schon verstanden, dass nicht jeder alles kann. Genau. Ich meine, das Spannende ist ja, dass die Rheumatologie, und deshalb bin ich sehr froh, dass Professor Aringer da ist. Wir sind auch gut befreundet und unsere Frauen wissen auch, dass wir sehr unsere Fächer verteidigen, ne? Die Neurologie und die Rheumatologie. Aber wir sind ja heute hier, um auch zu sprechen, dass ja die Rheumatologie schon auch eine wichtige Disziplin ist, gerade im interdisziplinären Zusammenarbeiten. Ja. Ne? Zum einen ist es so, glaube ich, dass ihr viele Patienten habt, wo es darum geht, ist das Gehirn beteiligt? Und wir haben Patienten mit neurologischen Erkrankungen. Da ist ja auch immer die Frage, was findet sich internistisch, nicht? Oder? Klar, also im Wesentlichen sind es ja drei Themen. Das eine ist, es gibt Rheumaerkrankungen, Lupus als Beispiel, die tatsächlich was Ähnliches machen können wie die MS, wo man eben gemeinsam schauen muss, wer ist jetzt quasi schuld. Es gibt zweitens die Situation, dass man MS und vielleicht noch eine zweite Rheumaerkrankung hat. Selten, aber es kommt vor. Und dann kann ein Teil unserer Medikamente genau auf der anderen Seite Ärger machen. Wir haben TNF-Blocker, die manchmal MS-artige Symptome machen. Und umgekehrt können manche MS-Medikamente auch Autoimmunnebenwirkungen provozieren. Und dann muss man gemeinsam schauen, was steckt denn wirklich dahinter und was tut man dann am besten. Ja, vielleicht da ein bisschen noch dazu. Es ist so, dass ja wesentlich auch auf deine Initiative ja hier auch so ein Zentrum entstanden ist, ne, wo wir auch gerne als Neurologen beitragen, das Jugendcare. No, das ist ja, vielleicht wenn du das nochmal sagst, was das für so ein Zentrum ist. Also genau die Schnittstelle, die wir miteinander haben, gibt es natürlich aus rheumatologischer Sicht auch mit anderen Internisten, zum Beispiel den Nephrologen, den Nierenspezialisten, den Pulmologen, den Lungenfachärzten. Wir haben Autoimmundermatologen, wir haben Kinderärzte, die sich damit beschäftigen. Wir haben natürlich eine Schnittstelle zu den Orthopäden und alles das funktioniert in so einem Zentrum mit echt gebannten Sprechstunden besser, als wenn man nur zum Telefon greift. Ich meine, bei uns in der Neurologie ist es ja so, oder gerade bei der MS ist es so, dass ja das MRT uns viel helfen kann, ne? Dass wir praktisch mit dem MRT, wenn wir das vom Kopf oder vom Rückenmark machen, ja schon eine Untersuchung haben, wo wir schon sehen können, ob das in Richtung MS geht oder nicht. Was ist denn bei euch so das Wichtigste, was ihr habt? Man kann es umgekehrt formulieren. Ja. Im Gehirn hat man nur begrenzte Möglichkeiten. Wir können erstens draufgreifen, in vielen Fällen. Das können wir nicht, ne? Genau. Wir können relativ simpel aus dem Blut Antikörper und Organparameter bestimmen. Das funktioniert beim Gehirn auch weniger gut. Und wir können in manchen Situationen auch ziemlich unkompliziert eine Biopsie herausnehmen, also eine Gewebeprobe. In der Haut ist das in der Regel gar kein Problem. Niere, Leber, potenziell auch Gefäße, Herz wird schon etwas aufwendiger. Aber im Prinzip ist das häufig ein sehr klarer Weg dann und das funktioniert eben im Gehirn nicht. Es gibt aber auch Situationen, wo wir genauso zum MRT greifen, aber das sind meist nicht unsere Schnittstellen. Das ist zum Beispiel in der Wirbelsäule, wenn es um Wirbelsäule oder so, ne? Genau. Und ansonsten ist es ja schon so, dass bei euch auch das Spektrum, ich meine, bei uns ist es ja so, dass die MS in der Regel keine akut lebensbedrohliche Erkrankung ist, aber bei euch gibt es ja sehr wohl in der Rheumatologie Erkrankungen, wo man wirklich auch schnell reagieren muss. Ne? Es gibt Erkrankungen, da kann man innerhalb von Tagen tot sein, ja, insbesondere wenn mehrere Organsysteme beteiligt sind. Auf der anderen Seite ist halt das Gehirn schon eines der Organe, wo man Schäden schlecht gut machen kann. Also in vielen anderen Fällen ist zwar die Akutsituation dramatisch, aber eine Lunge oder eine Leber oder ein Blutbild erholen sich häufig ziemlich gut und haben dort auch Zellen, die in der Lage sind, bestimmte Reparaturprozesse durchzuführen, sodass uns schon auch die Beteiligung des zentralen Nervensystems, wenn sie auftritt, zum Beispiel beim Lupus, Sorgen macht, weil dort eben die Schäden nicht in Ordnung zu bringen sind im Nachgang. Ich meine, jetzt haben wir ein bisschen über die Diagnostik gesprochen und potenzielle Folgen der Erkrankung. Wenn wir zur Therapie kommen, das hast du ja schon gesagt, ne? Wir haben
Therapien, die ähnlich sind. Dann haben wir Therapien, die vielleicht nicht geeignet sind für die MS-Patienten. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Entwicklung der Therapien ähnlich. Ne? Also bei euch wird also auch viel ganz infundiert. Ehrlich, man könnte sagen, letztlich ist MS-Behandlung ja nichts anderes als eine Sonderform der Rheumatologie halt fürs Gehirn. Also wir haben alle das Thema, dass das Immunsystem zu viel tut, die falschen Zellen angreift, den eigenen Körper angreift. Und welche Mechanismen dann genau beteiligt sind, unterscheidet sich je nach Erkrankung. Also auch bei Rheumaerkrankungen, ich kann nicht das gleiche Medikament für drei unterschiedliche Patienten nehmen. Da kann es durchaus Unterschiede geben, was funktioniert und was gar nicht funktioniert oder im Einzelfall auch kontraproduktiv ist. Das kennen wir auch von anderen Situationen. Und da muss man sich zum Teil auch abstimmen. Also es gibt so die Situation MS und Psoriasis und Darmbeteiligung und Rheuma. Und dann wird es langsam kompliziert, welches aber in Medikament der Regel man geben darf, wir gemeinsam ne? schon noch etwas. Genau. Aber grundsätzlich, wo ich hinaus wollte, ist halt, dass ihr auch eben halt ein Infusionszentrum habt, das eben halt diese neuen Therapien auch für euch eine wichtige Rolle spielen. Ne? Ganz wichtig. Also Rheumatologen machen wir nichts anderes als Immunmodulation. Also nichts anderes ist falsch. Diagnostik viel und es gibt ein paar Sondersituationen, aber viel ist Immunmodulation und da ist ein erheblicher Anteil moderne Medikamente. Und es ist richtig, wir haben im Rahmen des UCARE, also des Autoimmunzentrums, eine Infusionseinheit, die wir auch gemeinsam mit den Gastroenterologen betreiben, der Oberärztin Schmelz. Mhm. Die wir, auch schon mit drin hatten, die wir auch schon mit drin und hatten. Ulcerosa ne? natürlich ja. auch so Autoimmunerkrankungen sind, da gibt es Überlappungen und behandeln dort tatsächlich Patientinnen und Patienten gemeinsam. Was aber natürlich der große Unterschied ist zwischen Rheumatologe und MSologe, ist natürlich, dass ihr gerne das Cortison langfristig niedrig dosiert gibt, während wir ja eher die pulsförmigen Cortison-Therapeuten sind. Wenn dann sehr niedrig dosiert. Wir wissen, dass wenn man keine MS hat, das ist eine Sondersituation, 5 Milligramm Prednisolon am Tag etwas ist, was man in der Regel ziemlich lang gut aushält. Mehr ist schwierig, egal was die Erkrankung ist. Und mit Pulsen allein und nichts weiter kommt man häufig bei den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen nicht weiter. Das heißt, wir brauchen es schon ein bisschen länger. Was wir aber auch versuchen zu erreichen, ist möglichst wenig oder gar kein Cortison mehr. Puls gibt es bei uns genauso in Akutsituationen, wobei viel in der Rheumatologie rein ambulant ist und dann versucht man auch niedrigere Dosen zu verwenden. Aber ja, wir haben dazwischen durchaus mittlere Dosen für einige Wochen oder Monate, wenn es sein muss. Also haben Sie schon gehört? Wir werden bald Teil der Rheumatologie werden, ne? Als MS-bezogene Rheumatologen, die sich für das Gehirn interessieren. Nein, also ich glaube, es hat eine Berechtigung für beide Fächer, ne? Und es sind beide spannend und natürlich gerade die Schnittstelle, was wir gehofft haben, dass wir das damit demonstrieren können, dass wir das eben halt mit auf den Weg bringen können. Vielen Dank, Martin. Hat ne? doch seinen Sinn, dass es verschiedene Fächer gibt. Absolut. Auch die Dermatologen würden sich beschweren, wenn wir sie Nein, ganz absolut, absolut. Würden, die haben wir ja auch schon vorgestellt, weil es gibt ja auch bei uns gewisse Überlappungen. Also in dem Sinne, vielen Dank, Martin. Gerne.